Das hier ist Annie, der kleine Dryosaurus. Wir müssen jetzt erstmal schnell an Land. Annie wurde von der Strömung erfasst, von dem Fluss da oben, und ist dann diesen Wasserfall runtergefallen. Und wie durch ein Wunder hat sie den Sturz überlebt. Allerdings wurde sie von der Familie getrennt. Und ich glaube, so einfach kommen wir da auch nicht wieder nach oben zu unserer Familie. Und deswegen müssen wir uns jetzt auch erstmal alleine durch den Dschungel kämpfen und hoffentlich was Fressbares finden. Weil wir sind mittlerweile auch schon sehr, sehr hungrig. Aber ich glaube, hier sollten wir auch grasen können. Zumindest, dass wir erstmal ein bisschen was im Magen haben. Und danach können wir uns dann auch um die Diäten kümmern. Weil wachsen ist jetzt sehr, sehr wichtig, damit wir schneller werden. Und dann müssen wir auch irgendwie eine Pflanzenfresserfamilie finden, damit wir einfach ein bisschen Schutz haben. Weil der Dryosaurus ist einfach nur ein Fluchttier. Also groß kämpfen können wir nicht. Wir können uns eigentlich nur verstecken und flüchten. Aber dafür sind wir sehr flink und agil. Wir haben auch zweimal so einen Boost mit Rechtsklick. Den seht ihr unter der Foto unten rechts. Da sind so zwei Striche. Wenn ich das aktiviere, dann springen wir kurz und ich glaube, dann laufen wir noch ein bisschen schneller. Oh, da war ein Frosch. Und ich höre Raptoren, das ist gar nicht gut. Ich werde jetzt erstmal hier noch ein kleines Schlückchen trinken und dann werden wir mal riechen, ob wir hier irgendwo unsere Diät haben. Das wäre ganz gut. Ich habe vorhin aus dieser Richtung, glaube ich, Gullis gehört. Da werde ich dann erstmal hingehen, denke ich. Vielleicht können wir uns ja mit denen verbünden. Ich bin übrigens vom Wachstum, glaube ich, schon relativ weit. 56%. Aber der wächst auch so schnell. Also ich glaube, in einer halben Stunde ist der voll ausgewachsen. Aber es wäre trotzdem gut, wenn wir was für unsere Diät finden. Wir sind zum Glück relativ gut getarnt mit unserer grünen Farbe. Das heißt, wir können uns im Wald und so ganz gut verstecken. Aber ich sehe hier auf Anhieb erstmal keine anderen Dinos. Wobei, da unten läuft was. Da in die Richtung, da gehe ich mal hin. Ich hoffe, das ist der Gully von vorhin. Bin mir unsicher. Ich werde mal versuchen, mich ranzusneaken. Ich bin halt wirklich sehr gut getarnt im Gras. Also wir können uns hier super verstecken. Okay, das ist ein Kano. Ja, das ist natürlich schlecht. Dann renne ich mal lieber in die andere Richtung. Ich würde aber gerne noch da vorne gucken. Oh, er kommt in unsere Richtung. Das ist nicht gut. Oh, da ist ein Pachi. Aber der Kano kommt auch. Da unten frisst der Kano. Zeig ihm das mal hier. Ich glaube, er hat es gecheckt. Sehr gut. Ich habe bei ihnen angreift. Ja, er greift an. Oh oh. Und er hat ihn. Oh, sehr gut. Gefahr ausgeschaltet. Gut gemacht.
Sollte halt jetzt versuchen, bei dem zu bleiben. Ich glaube ehrlich gesagt aber auch nicht, dass wir andere Dryos finden werden. Weil ich habe die, glaube ich, so gut wie noch nie gesehen, als ich so andere Dinos gespielt habe. Der wird, glaube ich, am wenigsten gespielt von allen Dinos. Oh, hier unten ist auch was gestorben. Ich glaube, das Killerhühnchen hat zugeschlagen. Ich weiß gar nicht, was da vorne liegt. Aber ich schnupper mal, ob wir hier auch was von futtern können. Ich glaube, da unten sind auch Äpfel oder sowas oder Mangos. Hier ist überall so ein bisschen Food für uns. Ich will aber mal schauen, was das ist da unten. Oh, das ist ein Croc? Wie kommt das denn hier hin? Hat sich aber verlaufen. Oh, da sind Gullies. Ich hoffe, die sind friedlich. Okay, sind sie nicht. Oh, Gottes Willen. Ist natürlich jetzt schlecht. Versuch schön an den Klippen zu laufen. Ich glaube, ich habe sie abgehängt. Ich hoffe, die sind runtergefallen oder so. Wo ist unser Pachi? Ja, meinen Pachi-Kollegen habe ich leider nicht wiedergefunden. Aber da vorne ist ein Stego. Das wäre natürlich super. Den verlieren wir auch nicht so schnell aus den Augen wie den Pachi. Müssen es halt jetzt nur anfreunden, ne? Ihr seht ja auch, Pflanzenfresser können sehr aggressiv und böse sein. Ich hoffe einfach, dass ich bei dem bleiben kann. Ich bleib jetzt einfach mal bei dem. Der wird mich schon verteidigen. Ich habe bis jetzt eigentlich immer ganz gute Erfahrungen mit Stego-Spielern gemacht. Schön anfreunden. Jetzt fühle ich mich auch sicherer, wenn wir in die Richtung gehen. Ich muss aber halt trotzdem aufpassen, ne? Wenn wir die Gullies sehen, müssen wir uns hinter dem Stego verstecken. Ich glaube, das ist ein Weibchen. Ich überlege mir gleich meinen Namen. Nehme mal hier so eine Orange oder was das ist mit. Jetzt muss ich mal gucken, wo der Stego hin ist. Der ist leider die ganze Zeit weitergelaufen. Ah, da ist er. Wir gehen halt genau dahin, wo die Gullies vorhin waren. Das gefällt mir gar nicht. Wir brauchen noch eine Orange. Oder Mango, was auch immer das ist. Könnt ihr sogar mal schnell nachgucken. Nee, ist eine Orange. Oh, Schlammbad zusammen. Guck mal, das festigt doch die Freundschaft.
Ich nenne dich Diana. Diana der Stego. Dirty Diana. Müsste aber nochmal eben schnell eine Orange snacken. Ich hoffe, du kannst kurz warten, bis ich mir eine geholt habe. Bin gleich wieder bei dir. So, die essen wir mal schnell. Dann wieder ab zu Diana. Diana hin. Die ist da im Busch, oder? Ja, hier. Oh nein, Diana lockt sich aus, so wie es aussieht. Es war eine kurze Freundschaft. So ein Mist. Leb wohl, Diana. Es war trotzdem schön mit dir. Habe ich zumindest einmal die Diät aufgefüllt. Eigentlich könnte ich das auch noch mal ein zweites Mal machen, wenn ich jetzt gerade hier bin. Aber ich will halt hier aus dem Bereich wieder weg. Einfach, weil die Gullis hier sind. Und deswegen würde ich mir hier vorne noch mal schnell ein paar Orangen sammeln. Und dann hauen wir ab. Komme ich da überhaupt dran? Und da bin ich zu klein, um da oben anzukommen. Ist da irgendein Trick? Da unten liegt doch auch eine. Ja, die kriege ich auch. Aber die da oben kriege ich, glaube ich, nicht. Wüsste zumindest nicht wie. Ne, da bin ich viel zu klein für. Aber es gab hier noch weitere Orangenbüsche. Dann gehen wir einfach zum nächsten. Dann haben wir auch zweimal das Symbol voll. Und der Magen ist auch wieder gefüllt. Das ist perfekt, dann können wir hier weg. Gehen wir hier oben hin. Ich glaube, hier können wir besser trinken. Hier an dieser Stelle ist, glaube ich, ganz gut. Dann gehen wir gleich rüber auf die andere Seite, wenn wir voll sind. Und ich hoffe, dort finden wir dann auch eine Pflanzenfresserherde. Ich glaube, dieser Boost mit Rechtsklick, also dieses hier, ist dafür, wenn wir angegriffen werden, dann können wir so ein bisschen wegspringen. Ich glaube, wirklich schneller laufen wir damit nicht. Ich versuche gerade halt rauszufinden, wie man so ein bisschen seitlich springen kann damit. Er springt aber immer in Blickrichtung. Aber das heißt, wenn ich mich umdrehe und das drücke, dann kann ich ganz schnell einen Haken schlagen. Ist auf jeden Fall gut zu wissen, falls wir angegriffen werden. Hier unten beim Schlammloch ist leider auch nichts. Aber ich würde die Chance nutzen und mal eben schnell ein Bad nehmen. Dann hauen wir auch wieder ab hier. Weiter Richtung Sumpf, würde ich sagen. Weil da sind oft Stegos, weil die da halt ihre Nahrung haben. Wir haben es übrigens geschafft. 100% Wachstum. Und ich habe hier gerade nochmal geguckt. Wir brauchen gar nicht in den Sumpf gehen. Also Agave gibt es auf jeden Fall Richtung Center. Das heißt, wir würden jetzt eher nördlich laufen. Oh, guck mal, hier vorne ist schon was. Dann brauchen wir das gar nicht machen. Noch besser. Ach, diese gelben Blumen brauchen wir. Ja, das ist ja super. Ich glaube aber vom Mageninhalt kriegen wir das gar nicht hin. Ich glaube hier vorne sind sogar schon Agaven. Hier sind die gelben Blumen. Und da sind Agaven. Das heißt, dieser Ort hier ist perfekt für uns. Trinken kann man da auch. Okay, das hier ist ein Dryo-Paradies. Ist aber auch relativ gefährlich. Also da vorne ist halt Center, wenn man hier über den Fluss geht. Aber an sich kann ich hier in der Nähe bleiben. Muss mich halt jetzt ein bisschen umschauen, dass wir Freunde finden.
Aber ich habe doch hier auch gerade irgendwas gehört aus dem Dschungel. Irgendwas ist hier. Wir haben jetzt schon den nächsten Tag. Und ich werde mich jetzt auf jeden Fall auf die Suche nach Pflanzenfressern machen. Ich glaube, ich werde jetzt auch Richtung Sumpf wandern. Ich glaube, das ist das Beste, was wir machen können. Ich check hier nochmal den Süden, weil hier sind ja auch oft irgendwie Stegos und sowas. Aber ansonsten gehe ich mal Richtung Sumpf. Oh, da sind die Stegos. Oh, perfekt. Ich hoffe, die sind friedlich und wir können uns denen anschließen. Das wäre wirklich gut. Ich werde aber mal ein bisschen Ausdauer noch behalten, weil ich glaube, die werden von Fleischfressern verfolgt. Ich renne mal hin. Wird schon klappen. Ich hoffe, die adoptieren mich. Die gehören zu dem Raptor und der Raptor ist böse auf mich. Ich glaube, ich kann denen nicht vertrauen. Wir müssen weiter. Schade, schade. Wir sind jetzt auf jeden Fall im Sumpf angekommen. Ich hoffe wirklich, dass ich hier Pflanzenfresser finde. Also ich glaube halt wirklich übrigens mittlerweile, dass dieses Rechtsklick für Ausweichen ist. Also man kann halt in eine Richtung gucken und da kann man mit einem Sprung ausweichen. Ist glaube ich ganz cool, aber muss man sich halt dran gewöhnen und das erstmal so schnell hinzubekommen, wenn man angegriffen wird. Da muss ich mal schauen, ob ich das schaffe. Aber das Gute ist, dass das keine Ausdauer frisst. Ah, hier rüberspringen kann ich aber nicht damit. Das wäre noch cool gewesen, hätten wir Ausdauer sparen können. Weil normal springen frisst halt Ausdauer. Also ich werde jetzt da hinten rum zurückgehen. Da kann ich nämlich auch nochmal was trinken. Und dann werden wir wieder Richtung Center laufen. Damit wir wieder unsere Diäten auffüllen können. Weil die zwei Pünktchen-Dinger da sind gleich schon wieder leer. Und ich glaube, hier im Sumpf gibt es nichts. Ich folge jetzt auch mal hier dem Gewässer. Ich glaube, da hinten ist auch ein Gebiet, wo gerne Pflanzenfresser nisten, weil es halt so abgelegen ist. Ich glaube, dadurch ist man dann relativ sicher. Der ist hier ganz in der Nähe irgendwo. Na, die Frage ist, wo? Da vorne ist was. Das ist ein Theno. Oh, wir haben mal tatsächlich was gefunden. Oh, wie schön. Oh, ist das gut. Guck mal, hier sind auch Stegos. In dem Fels versteckt. Und dank dem Hypsi haben wir die gefunden. Ich wusste gar nicht, dass man hier rein kann. Ah, der ist gar nicht in dem Fels. Der ist dahinter versteckt. Die wachsen hier. Ja, dann haben wir eine Familie gefunden. Die scheinen auch friedlich zu sein. Da ist auch noch ein Hypsi. Der hat uns angelockt. Aber ich glaube, die wollen gerade einfach in Ruhe wachsen. Aber ich bin ja schon mal froh, eine Familie gefunden zu haben. Das sieht hier leider echt mau aus für mich. Das heißt, ich muss hier gleich nochmal wegmoven. Aber es ist ja schon mal gut zu wissen, dass die hier gerade growen. Das heißt, ich kann jederzeit wiederkommen. Ich glaube auch, die werden hier bleiben in dem Gebiet. Na, ich werde nochmal Richtung Center dann gehen. Kurz meine Diäten auffüllen.
Ups. Das war nicht so gut. Da ist das Bein gebrochen. Gut, dass hier keine Fleischfresser in der Nähe sind. Das Gute ist, der Dryo hat super schnellen Heal. Also der ist echt schnell voll geheilt und auch das Bein ist super schnell wieder verheilt. Das ist sehr angenehm. Eine Leiche, was da liegt. Oh, das ist ein Stego. Bleib hier, Stego. Oh, ich hoffe, ich kann mit ihm zusammen essen. Meint ihr, der ist friedlich? Das ist noch ein Dryo, oder? Nee, ist ein Trodon. Der Trodon ist nicht gut. Oh, ich hoffe, die sind entspannt. Das ist ein Raptor, glaube ich. Oh Gott, gefällt mir gar nicht. Oh, der will mich, oder? Ich hab Angst, wenn er sich seitlich hinstellt. Ich gehe lieber... Vertrau dem nicht. Oh Gott, habe ich mich erschreckt. Oh Gott. Ja, da habe ich Rechtsklick gedrückt und habe in die Richtung von dem Schwein geguckt, obwohl ich eigentlich wegspringen wollte. Aber es macht zum Glück nicht viel Schaden. Es ist halt sehr ungewohnt, wenn man wegspringen will, dass man weggucken muss. Nicht einfach in die Richtung lenken kann. Oh, hier ist was im Busch. Oh. Tenus. Aber auch wieder ein Raptor am Start. Muss echt aufpassen. Da ist auch ein Stego. Das ist halt wieder ein Mixpack. Oh Mann, ey. Oh, das sind... Cerato. Oh mein Gott, ich dachte, das wäre der Teno. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, die Gegend gefällt mir schon wieder nicht. Hier ist einfach alles. Man weiß halt nicht, wer zu wem gehört. Das ist absolutes Durcheinander. Aber hier ist mein Teno, Kumpel. Ich bleib jetzt auf jeden Fall mal bei denen. Man verliert die halt super schnell aus den Augen. Ich frag mich halt, ob ich da mir mal eine Spur markieren kann oder so von denen. Das wäre echt praktisch. Ich glaube, das geht nur als Fleischfresser, oder? Ich glaube, das ist ein Stego und ein Teno. Na, ihr beiden. Sind wir Freunde? Ich glaube, jetzt habe ich meine Familie gefunden. Endlich. Wow. Was will denn der Kleine? Will mich angreifen.
Wie frech. Sehe ihn noch im Gras. Meint ihr, ich kann ihn killen? Ich bin auf jeden Fall gehittet. Aber schön, dass die beiden mich verteidigen oder zumindest versuchen. Kann ich ganz gut ausweichen gerade üben. Durch den kleinen hier. Oh, ich habe gerade keinen Charge. Da muss ich auch aufpassen. Los, Tino, töte ihn. Ich mache halt auch keinen Schaden, das ist das Problem. Wie Damage mache ich denn? Ich kann mal kurz nachgucken. Bite Force 20, okay. Ich glaube, das wird nix. Der Tenno könnte ihn halt easy killen, aber macht's nicht. Das ist echt eine gute Übung gerade. Oha, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht Stego-Futter werde. Aua! Ja, viel Schaden hat er mir nicht gemacht. Was machen denn die beiden da? Ich verstehe es nicht. Dass er wenigstens so eine helle Farbe hat, der Kleine. Oh! Oh, das war der Stego, oder? Der mich gehauen? Oh mein Gott. Da oben ist was drauf. Das sind Tenos. Ich mich mal zu denen kurz. Da vorne geht ein Fight los. Da sind einige Tenos. Wir werden noch ein bisschen mehr Leben haben. Ich regge ja relativ schnell. Es ist echt schade, dass man mit dem hier gar keine Möglichkeit hat zu kämpfen. Das fehlt mir halt echt so ein bisschen. Aber ich hatte jetzt auch nicht so die krassen Beschützer an meiner Seite, dann fühlt sich das immer so komisch an. Also wenn man selber nichts machen kann und man auch nicht verteidigt wird. Aber ich versuche jetzt bei der Tenno-Herde einfach zu bleiben. Die mich ja gerade auch nicht attackt, das ist ja schon mal ganz gut. Aber attacken die den jetzt? Oder was passiert jetzt hier schon wieder? Oder ist das hier wieder das Mega-Mix-Pack? Ne, die greifen den Stego an. Okay. Ich bin auf der Seite der Tenos.
Ich bin einfach das Kuckuckskind, was nicht dazu gehört. So fühle ich mich gerade. Aber ich sehe ein bisschen so aus, oder? Wenn ich liege. Das geht schon. Dieses Ding da oben. Aber sind die schon wieder Mixpacken, oder? Also dieses Fleischfresser und Pflanzenfresser Mixpacken finde ich ja ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Bin ich auch nicht so der krasse Fan von. Das ist dann immer ganz schwer einzuschätzen, wer jetzt zu wem gehört und sowas. Das ist schon echt hart. Oh, der Stegos down. Die haben den echt gekillt. Krass. Na, verteidigen tun die mich alle nicht beim Trinken. Ich fühle mich hier nicht geborgen. Die mich alle nicht so richtig lieb. Vielleicht, wenn die jetzt trinken gehen, kann ich nochmal mittrinken. Ach, guck mal, das verteidigen die, das Baby. Da mach ich mit. Aua! Unser Kind hat mich gehauen. Aber warum? Warum hat es mich gehauen? Das... Junge, was zur Hölle, ey. Das ist so absurd. Okay. Die wollen mich hier nicht haben. Das Kuckuckskind wurde verstoßen. Oh, wie gemein, ey. Jetzt bin ich schon wieder ganz allein. Das habe ich mir echt anders vorgestellt. Ich dachte echt, dass ich schnell viele Freunde finde. Aber Pustekuchen ist genau das Gegenteil. Irgendwie will mich keiner haben. Und mein Misstrauen ist auch irgendwie, glaube ich, angebracht. Ist ein Wunder, dass ich noch nicht gestorben bin. Vielleicht wollen ja die Krokodile meine Freunde sein. Kommt schon, wenigstens ihr. Er macht friendly. Aber er meint bestimmt nicht friendly. Meint er, der ist nett? Hab doch. Direkt neben uns. Die wollen mich. Da ist ein Croc. Der klassische Tod. Aber ich war auch echt unvorsichtig. Weil einfach die ganze Zeit hier keine Bewegung war. Ich muss echt sagen, heute waren die Begegnungen irgendwie nicht so nett. Also ich hatte mir das irgendwie ein bisschen anders erhofft, dass die Leute sich mehr freuen, darüber ein Dryo zu sehen. Aber so habe ich mich immer eher verstoßen gefühlt. Vielleicht hatte ich auch einfach Pech. Aber vielleicht sind auch Dryos einfach unbeliebt.
Ihr könnt ja mal eure Erfahrungen mit dem Dryosaurus in die Kommentare schreiben, ob es einfach Pech war oder ob das Standard ist. Jetzt würde ich mich aber noch sehr über ein Like freuen, falls euch das Video gefallen haben sollte. Und schreibt auch gerne mal in die Kommentare, welchen dieser Dinosaurier ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.